lad's pop, he's only a dog. Living in the sunlight, loving in the moonlight. The ground shake. Servus Leute und herzlich willkommen zur neuen Destiny-Video bei mir auf dem Kanal. Ich werde jetzt ein bisschen umstrukturieren und werde euch einfach heute den Dämmungsloot zeigen, den ich gestern erst gemacht habe. Am Dienstag um 23 Uhr ist ja erst der Hardmode online gegangen, deswegen ist ja das Lichtlevel erst auf Richtung 400 gestiegen. Und deswegen habe ich die wöchentliche Dämmung erst gestern gemacht und heute kommt das Video. Die wöchentliche Dämmung war eben episch, Feinde kommen in höherer Anzahl und sind aggressiv, bla bla bla. Solar entflammen. Dann Jongleur, also die Waffen, die ihr gerade ausgerüstet habt, geben keine Munition, also ihr müsst immer wechseln auf Spezial bzw. Schwere, damit ihr dann für die Primär wieder kriegt. Geerdet ist ganz schlimm und dann haben wir noch Katapult, Granaten werden schnell aufgeladen. Und natürlich zeige ich euch die zu empfehlenden Waffen für diese Woche, für die Modifikatoren. Natürlich wählt ihr hier immer den Solarfokus aus, zum Beispiel hier beim Titan jetzt den Sonnenbezwinger. Dann habe ich hier ein Impulsgewehr vom Raid drinnen. Müsst ihr nicht, könnt ihr zum Beispiel auch hier Imagoschleife oder eine andere nehmen. Dann nehmt ihr ein Solarfusionsgewehr, könnt ihr machen, beziehungsweise dann in der Phase, wo ihr gegen den Panzer vor den Bossen kämpfen müsst, würde ich die schwarze Spindel nehmen. Die macht nämlich extrem viel Schaden auf kurze Zeit und wenn drei die Spindel haben und gleich am Anfang auf ihn auf die Füße drauf schießen, habt ihr ihn sofort down, weil dieser Panzer kann auch ziemlich nervig sein. Und als zu guter Letzt würde ich am Ende noch nehmen die Eisenjallohorn bzw. die Jallohorn mitnehmen. Ist ein guter Gegner für den Bosskampf, ebenfalls für die Bosse, aber auch sowie gegen die Ads. Denn es gibt so Centurios, die können euch sehr schnell down machen. Die sind zum Beispiel auch gelb vom Leben, also Majors. Und die könnt ihr mit der Eisenjallohorn ganz schnell down machen. Dieser Strike ist fast unbezwingbar solo. Also ich habe den versucht, die Anfangsphase solo zu machen und bin immer krepiert. Die im Stream haben das vielleicht gesehen. Es gibt einen kleinen G-Spot, den zeige ich euch jetzt. Hier könnt ihr nämlich, wenn ihr direkt in der Mitte seid, von diesem Areal, ja, wo diese ganzen Bomben sind und wo die zwei Schildbrüder sind, könnt ihr dann links in einer Ecke gehen. Dort werden euch die Bosse nicht angreifen. Ebenfalls der eine Boss mit der Kanone wird euch nicht angreifen. Sowie der andere Boss, der euch mit dem Nahkampf insta-down machen kann, wird eventuell einmal zu euch schauen. Es kann auch sein, dass er eventuell einmal euch down macht. Das ist uns schon auch passiert. Das sollte aber normalerweise nicht passieren, wenn ihr das gleich am Anfang durchzieht. Und jetzt kommen wir auch direkt zu den Loot, den ich diese Woche bekommen habe. Auf meinem Titan habe ich bekommen einen Helm für den Titan auf 3,89. Den habe ich natürlich in meine derzeitige Raid-Rüstung infundiert. Mit meinem Jäger habe ich bekommen Sparrow Werkzeugkasten und 10 Treidermünzen. Aus diesem Kasten ist dann der Sparrow EV37 Lehrerstrelle bekommen. Ich finde den cool, der hat eine geile lilane Form. Und jetzt kommen wir auch gleich direkt zu meinem Warlock. Bei dem habe ich bekommen 3,90er Warlock-Stiefel und eine seltsame Münze. Diese Stiefeln wurden ebenfalls wieder in die Raid-Rüstung infundiert, damit ich natürlich mit dem Warlock auch auf das gewisse Level komme, damit ich den Raid machen kann. So, okay, das war's mit meinem Dämmerungsloot. Ich hoffe, das hat euch gefallen, dass ihr jetzt immer die Dämmerung seht, dann den Raid-Loot und so weiter. Schreibt es mir runter in die Kommentare, was ihr bekommen habt in der Dämmerung von dieser Woche. So, okay, das war's schon wieder mit dem Video von mir. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und abonniert für mehr Destiny-Videos. Danke, ciao und tschüss. Euer Schasix.